Hallo ihr Lieben, heute geht's weiter mit der Kati Craft Challenge und ich dachte mir, wir widmen uns heute mal dem Prompt Nummer 4. Das Thema ist Fantasy und weil ich letztens meine kolorierten Einhörner wiedergefunden habe, ich sag ja, hier kommt nichts weg, es geht nur manchmal ein bisschen verschollen, dachte ich, wir machen vielleicht eine schöne oder zwei schöne Einhornkarten. Ich habe dafür schon Kartenrohlinge rausgesucht, beziehungsweise ich habe wieder einen geteilt. Der hat hier so einen schönen Print drauf und mit dem möchte ich jetzt arbeiten. Ich habe mir dazu auch wieder ein Stempelset mit Sprüchen rausgesucht, zwei Stempelkissen, diesmal rosa-pink. Es wird also heute wieder sehr, sehr, sehr feminin. Und ich habe mir passend zu dem Ganzen hier einen Designblock ausgesucht. Ich weiß noch nicht, welche Designs wir wie verwursteln werden. Aber ich dachte, die passen eigentlich ganz gut. Genau, fangen wir an mit der ersten Karte. Leider stehen die Karten ein bisschen hoch. Ich hoffe, es ist trotzdem ganz gut und die Kamera ist ein bisschen schief, so ist besser. Und das erste, was ich tatsächlich machen möchte, ist mit Designpapier arbeiten. Und ich dachte, ich werde vielleicht hier unten was hinsetzen. Für die erste Karte nehme ich dieses Einhorn und dann immer im Prinzip unten einen schönen Rand, dann das Einhorn dazu und einen Spruch daneben. Und jetzt denke ich, das Papier passt vielleicht gar nicht so schlecht. Und ich schneide hier einfach mal einen Streifen ab. Jetzt kann ich gucken, wie ich den setzen möchte. Ich denke, so markiere ich mir das hier rechts und links. Ich habe grob die Karten geplant. Sehr genau habe ich sie noch nicht geplant. Halt grob, was ich machen will, um schon ein bisschen vom Material rauszusuchen, weil es euch bestimmt nervt, wenn ich dann zwischendurch immer erst das Material suchen muss. So, das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Jetzt denke ich aber, ich gehe hier vielleicht mit so einer Wellenschnittschere nochmal die Kante drüber. Allerdings verhaken sich meine in letzter Zeit ziemlich oft. Also wenn ihr einen Tipp habt, wo es gute Wellenschnittscheren gibt, schreibt mir da gern was in die Kommentare. So. Dann macht das nämlich gleich auch ein bisschen mehr wieder her. Und ich dachte, wir arbeiten heute vielleicht mal wieder in 3D. Und deswegen setze ich jetzt das hier auch auf ein 3D-Pad. Ich muss mich übrigens noch bei euch bedanken. Ich weiß nicht warum, aber in den letzten paar Tagen ist mein Kanal, hat wieder deutlich Zuwachs bekommen. Wir sind jetzt von 140 ungefähr, sind wir fast bei 160 Leuten, die diesen Kanal abonniert haben, und ich freue mich riesig, wenn es ist. Ich hoffe, es war jetzt nicht wegen den Shopping-Videos, die ihr jetzt
bald eine Pause machen. Ich weiß nicht, ob das Ankündigungsvideo schon raus ist oder wenn nicht, könnt ihr auch meine nächste Challenge bei kiloporzel.de nachlesen. Ich werde im Prinzip mal eine Weile aufs Shopping verzichten und auf Online-Käufe, weil es ein bisschen viel geworden ist. Und Anlass war im Prinzip der letzte DM-Haul. So, das merke ich gerade. Ich muss mal gucken, ich hatte eigentlich eine Schere, die speziell für so Klebesachen war. Die aber mal wieder nicht da ist. Dann muss es sein. Genau, und auf jeden Fall werde ich mal versuchen, einen Monat wirklich gar nichts zu kaufen und nicht online shoppen zu gehen und hoffe einfach, dass das mir gut gelingt. Ein paar Ausnahmen gibt's, weil es gibt einfach Situationen, wo man um einen Einkauf halt nicht drumherum kommt. Gerade ich, wo ich ja auch noch Gruppen leite, die Koch-Events haben, die Rezepte stehen schon länger fest. So. Ich habe jetzt die ersten zwei Elemente platziert und jetzt kommt im Prinzip noch ein Spruch dazu. Ich gehe erstmal mit einem Standard und schreibe Happy Birthday drauf. Und ich habe gedacht, vielleicht so einen leichten Farbverlauf. Das heißt, ich gehe mit dem einen Stempel von der einen Seite. Das ist so ein lila Ton. Und dann habe ich hier noch so einen Pinkton. Da gehe ich über die andere Seite. Und den setze ich jetzt einfach hier. Drauf und ich finde den ganz gut geworden. Und dann dachte ich mir, dass wir vielleicht zur Abwechslung mal ein paar Steinchen kleben in diesen Türkiston oder in diesen Pastellfarben. Habe ich nämlich einige jetzt hier so einen schönen Mix und ich denke gerade mit diesen Pattern oben, hier kann man gut mit den Steinchen ansetzen. So. Genau, ansonsten, was gibt es sonst bei mir Neues? Wie gesagt, ich habe jetzt diese Shopping-Challenge, weil ich merke, dass bei mir in allen Bereichen eigentlich viel zu viel Zeug rumliegt. Und ich einfach mal eine Pause brauche, um das zu verbrauchen. Und dann ist so eine Challenge für mich persönlich einfach immer der größte Anreiz. Ich bin einfach so ein Typ. Ich kriege das manchmal nicht hin, bis ich eine Challenge mache und nach der Challenge läuft es einfach besser. So, ich gucke mal, ob ich hier noch was Kleineres habe.
Nee, ich glaube, das ist so ziemlich das Kleinste. So, ich denke, das bindet sich doch gut in das Muster ein. Und ich denke, die Karte ging jetzt schnell, aber ich denke, das reicht für die auch. Ich bin ja jemand, der immer dazu neigt, zu viel zu machen. Also heute mal bewusst früher aufhören. Und widmen wir uns der zweiten Karte. Für die zweite Karte habe ich hier drin was gesehen, was ich gern einbauen würde. Und zwar hier dieses tolle Herz. Das heißt, ich schneide mir das hier erstmal aus. Normalerweise bevorzuge ich es ja, sowas mit einem Plotter auszuschneiden, aber dann muss ich es mir irgendwann immer vorbereiten. Und das ist jetzt mal wieder eine relativ spontane Aktion. Ich denke, ich nehme die Karte so rum und mache es diesmal genau andersrum und den Rand nach unten. Genau, allgemein ist so, ich bastel momentan eigentlich relativ selten, weil ich wieder mehr Richtung Handarbeiten gehe und da momentan aktiver bin. Ihr habt bestimmt meine Shorts und so weiter gesehen. Also da sind momentan ein paar Projekte, die einfach schon lange liegen, die jetzt endlich mal angegangen werden. So, ich glaube, ich möchte hier auch Steinchen setzen, aber ich nehme hier, glaube ich, andere. Ich schaue mal in meinen Stickern nach. Und ja, entsprechend, weil ich jetzt viel mit Handarbeiten beschäftigt bin, gibt es natürlich ein bisschen weniger von allem anderen. Ich denke, mit denen können wir ganz gut was machen. Ich würde vielleicht einmal um das Herz rundherum gehen. Ich würde aber vorher hier das Einhorn platzieren. So ein bisschen in die Ecke und dann vom Einhorn beginnend rundherum und dann in das Herz noch was stempeln. So. Mal gucken, sind die einzeln oder sind die miteinander verbunden? Ne, die sind tatsächlich scheinbar miteinander verbunden, was Vor- und Nachteile hat. Ich schneide jetzt hier einfach mal eine Reihe ab und zerlege die mir immer in Viererstückchen. Die kann ich nämlich dann besser positionieren. Aber besser als Viererstückchen haben den Vorteil im
Satz einzelnen, dass sie halt trotzdem den Abstand wahren. Und von der Farbreihenfolge gehe ich einfach zufällig durch. Und so ein Viererstück, das kann man auch mal um eine Ecke legen. Hier, wo es leicht anfängt, Kurven zu gehen. Mit so einem ganz langen Stück, das gibt dann so sehr Falten. Ja. Klebst aber noch nicht da, wo du sitzt. Doch ziemlich steif. Aber ich denke, das passt trotzdem. Kleben wir es halt ein bisschen eckig. So, und so gehe ich jetzt im Prinzip einmal rundherum. Hier, das ging ziemlich gut auf. So, jetzt hängen von der anderen Seite noch ein Streifen, weil da die Farben anders verteilt sind. Diese Matte gab es übrigens mal beim Woolworth, glaube ich. Ja, vom Label her müssten das Woolworth-Steinchen sein. Gibt es aber im Prinzip überall. Und diese Matte hat halt den Vorteil, man kann sich es genauso rausschneiden, wie man will. Wenn man jetzt was Größeres braucht, kann man auch ein größeres Stück rausschneiden. Und ich nehme manchmal ganz gerne, meistens mache ich es lieber mit der Hand, aber an manchen Stellen ist ganz so eine Pickelnadel oder auch eine Pinzette oder irgendwas sehr hilfreich, um sowas Filigranes zu platzieren oder wenn sich hier jetzt der Kleber verschiebt. Oder hier das nicht richtig sitzt, dann kann man es damit auch noch mal Mist. Das war jetzt nicht so gut, dann muss ich mir gleich, wobei wenn ich es anklebe, müsste es eigentlich gehen. Ich nehme jetzt auch die Prickelnadel und versuche ganz wenig Kleber im Prinzip rauszumachen. Jetzt gehe ich mit der Prickelnadel hier rein. Die ist dann nicht mehr zum Prickeln geeignet, aber zum halt solche Sachen machen. Jetzt habe ich ganz wenig Kleber drunter und jetzt kann ich das ankleben und jetzt sieht man es im Prinzip kaum noch.
Sowas passiert ab und zu mal. Euch bestimmt auch. Gerade wenn Sticker zu gut kleben. So, und einen Vierer braucht man noch und ich hätte gern dieses hübsche Pink. So. So, und ich denke, das passt doch so. Sieht so aus, als wenn das Einhorn davor steht. Da ein bisschen Glitzer mit drauf und jetzt machen wir nochmal einen Stempel. Ich wäre fast dafür, nochmal dasselbe zu machen. So wie dann zweifarbigen. Happy Birthday Stempel. Weil ich denke, das passt hier einfach auch gut dazu. Nehmen, wenn ich so zweifarbig mache, nehme ich gerne die Action-Stempel. Da tut es mir nicht weh, wenn ich die so ein bisschen einsaue. Weil die nicht so viel gekostet haben, wie jetzt zum Beispiel meine... Ich glaube, ich habe die Nuvo ansonsten. So. Und es ist sogar noch ein bisschen kräftiger geworden. Mehr Tinte aufgetragen. Genau, und das hier ist auch angezogen und ich denke, zum Thema Fantasy, zwei schöne Einhornkarten. Das passt perfekt. Und ich habe mal wieder ein bisschen gebastelt. Und wünsche euch jetzt allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann.